kurz, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, Gute Nacht. Es gab der Leute, es gab der sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht, bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an. Wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Ach, die Lüste, da geht mir jetzt!